Erstmal moin zusammen. Ich bin's wieder. Ausnahmsweise heute auch Mittwoch. Und ja, ich sag mal so, ich habe eine Geisterstimme hinter mir. Also hinter der Kamera ist eine Geisterstimme. Also nicht wundern. Guten Tag, ich bin übrigens Noelani. Okay, das war die Geisterstimme. Ja, die Geisterstimme hat selbst so welche Zettel, 3 Stück, mit jeweils 3 Fragen. Und dass das nicht so eintönig wird, ja, das ist auch jetzt der 2. Teil von dem Video. Und ich würde mal sagen, dass das Video nicht so lang wird. Starten wollen jetzt. Dann kommen wir schon mal zu der ersten Frage, die lautet: Warum setzt du dich so viel für schwule, Lesben und transsexuelle Menschen ein? Es geht generell darum, dass einfach jeder zu der Gesellschaft dazugehört und einige verstehen das nicht und kapieren es auch nicht, was gemeint ist. Und ja, einer muss sich ja dafür einsetzen. Und das bin ich an dieser Stelle. Geisterstimme. So. Das Fenster. Oh, wir haben vergessen, das Fenster zu schließen. Das kann mal passieren. Entschuldigung, liebe Leute. Alles gut. Ja, das brauchen wir nicht wirklich rausschneiden. Dann kommen wir auch zu der nächsten Frage schon, die lautet: Warum verstecken sich so viele Lesben, Schwule und Transsexuelle vor der Gesellschaft? Weil die Gesellschaft versteht unter dem Sinn, dass es immer noch Leute gibt, welche eben das gleiche Geschlecht lieben. Und daher sollte das eigentlich jeder akzeptieren. Und aber das tut die Gesellschaft zurzeit eben nicht. Und ja, wenn die Gesellschaft nicht jetzt was langsam tut, dann endet das in eine, ich sag mal in Anführungszeichen, in eine Katastrophe. Ja. Die nächste Frage lautet: Gibt es berühmte transsexuelle Menschen? Es gibt sehr viele, aber eine möchte ich in dem Video stark herausfiltern. Das ist, wie einige sogar wissen, Kim Petras, welche ziemlich jetzt als Sängerin schon lange durchgestartet ist. Und die hat sich nie unterkriegen lassen. Und ja, es gibt noch viele mehr, aber ich möchte jetzt einfach nur den einen, die eine ins Wort erwähnen. Weil die anderen, ja, werden sie, haben ja auch ihre eigenen Kanäle. Und da werden sie auch viel über sich erzählen. Dann haben wir die nächste Frage, die lautet: Warum nimmt die Gesellschaft das nicht richtig wahr? Beziehungsweise, warum möchten sie das nicht wahrhaben? Ja. Die Gesellschaft möchte das einfach nicht wahrhaben, weil für die ist das immer noch altes Schema, dass die einfach das alte Schema behalten, dass es wie Lesben, Schwule oder transsexuelle Menschen, also in Anführungszeichen, gar nicht gibt. Sondern einfach jeder Mensch gleich ist. Und das ist bei der Gesellschaft anscheinend noch nicht angekommen, dass wir schon ziemlich weit fortgeschritten sind. So, was bedeutet es, sich jahrelang als transsexueller Mensch zu verstecken? Für die transsexuelle Menschen so rum ist das ziemlich schwer. Wenn sie sich verstecken müssen. Sie haben ziemlich seelisch und psychisch damit zu kämpfen.
gibt auch welche, die einfach unter dir psychisch schon zusammengebrochen sind, oder ich möchte das Wort jetzt nicht aussprechen. SM kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, was das heißt. Und das Wort spreche ich jetzt einfach nicht aus, weil das einfach nicht jugendfrei ist. Und ja, wo ist die Geisterstimme? Was kann denn die Gesellschaft machen, damit solche Arten von Menschen sich in der Gesellschaft besser fühlen? Die Gesellschaft kann mehr auf schwule, Lesben und transsexuelle Menschen offener drauf zugehen und ja, die mehr unterstützen. Auch die Politik sollte mal überlegen, was sie jetzt machen soll. Und ja, so ist das und so wird das wohl erstmal auch bleiben, wenn man nicht nichts verändern kann. Was wäre deiner Meinung nach, was die Politik noch ändern könnte? Die Politik sollte genauso wie die Gesellschaft mehr auf die Leute darauf zugehen, auch ich spreche das Thema jetzt mal einfach an, dass Lesben oder Schwule auch Kinder adoptieren können oder so. Und ja, das ist eben bei der Politik noch nicht ganz angekommen, was ziemlich viele Leute auch schon sauer macht. Und ja, so ist das. So, die letzte Frage lautet: Wie ist deine Meinung zu Haters? Haters können, wie in den Spruch bei dem letzten Video drunter gesetzt wurde, diesmal nenne ich ausnahmsweise einen Namen. Danke Jan für den Hashtag Hater Gonna Hate. Unter diesem Slogan läuft jetzt auch weiterhin die Videos, was jetzt mit schwulen, Lesben, transsexuellen Menschen zu tun hat. Generell wird dieser Spruch weiterhin jetzt auch für den Kanal weiter bestehen bleiben. Und ja, ich glaube, die Geister stimmen. Jedenfalls danke fürs Zuschauen, gucken. Der dritte Teil der Serie wird in 2 Wochen am Sonntag kommen. Da nächste Woche Samstag ein Spezialthema kommt, was noch in Arbeit ist. Und ja, ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend oder schönen Tag, wann auch immer ihr das Video guckt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!